Hallo und herzlich willkommen im Kanal Mario Hirschfeld. Wir spielen Planet Zoo. Ja, in der letzten Folge habt ihr schon gesehen, ne, wir haben uns die Löwen angeguckt. Wir haben angeguckt, dass hier alles noch nicht so ganz sauber ist. Ne, die Tiere sind teilweise ein bisschen gestresst und denen fehlt so ein bisschen Bespaßung in dem Zoo. Das ist so ein bisschen die Tutorial-Kampagne hier gerade, die wir spielen. Und dann haben wir das Zoogehege gebaut, Futtertröge gestellt, Straußen hier reingepackt. Und jetzt geht es darum, ein Tierpflegehaus zu bauen. Ne? So, Tierpflegerhütten finden sich im Einrichtungsmenü. Da gucken wir noch mal direkt rein. Platziere ein Tierpflegehütte. Ja, das ist klar. Das hast du mir ja schon gesagt. So, was haben wir denn hier? Das ist schade, dass es hier so überlappt, ne, mit den Zielen. Kann man die denn nicht irgendwie... Moment. Ah, guck mal hier. Kann man da einklappen. So. Mitarbeitereinrichtung alle. Quarantäne. Okay, bla bla. Tierpflegerhütte klein. Planet Zoo Tierpflegerhütte klein, okay. Hm. Ja, können wir auch die nehmen, ne? Müssen ja auch nicht die große direkt nehmen. Ich habe nur keine Ahnung, wo die hin muss. So, wisst ihr was? Wir gucken nochmal uns die Ziele, ob die was da reingeschrieben hat, was Besonderes. Baue die Einrichtung Tierpflegerhütte. Hm. Nur wo? Ach, da, guck mal, eine Markierung. Mario. Es blinket auf der Karte. So, also mal gucken, Einrichtungen, da war's. Die Frage ist, ob die auch dahin geht. Ja, scheinbar geht die auch hin, oder? Ja, die Frage ist, können wir die drehen? Moment, das war vorhin irgendwie... Wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht das nicht, ne? Mal gucken. Das ist das. Ja, wie können wir die jetzt drehen? Moment. Einstellungen. Steuerung, gucken wir mal eben. Maussteuer, Objektplatzierungssteuerung, da haben wir es doch. Drehen. Y plus echt Y und Pfeiltaste. Alter Falter. Um 90 Grad drehen Y. Vertikale Höhe anpassen. Umschalt rechts hoch runter. Uiuiui. Na, das wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, dann versuchen wir das nochmal. Ah, ne, wir wollten die günstigere nehmen, ne? Wir müssen halt direkt ein bisschen sparen. So, Y. Aber Y war doch Pfeil rechts, links, oder? Was ist das hier? Ach, guck mal, Y drücken und dann kann man mit der Maus das drehen. Die Frage ist, wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. So, dann stellen wir die so hier hin. Das finde ich gut. Hadouts! Diese Tierpflegehütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Aha. Negativ, falls das nicht klar war. Nancy, das finde ich ein Hammer. Also Tiere müssen gefüttert werden. Ne? Wieso ist das negativ, wenn die was zum Füttern kriegen? Deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? So, wofür brauchen wir jetzt einen Transformator? Betriebsmittel. Wandler, nee, das ist sicherlich das, was wir wollten. Aber mit Strom. Oder ist das wirklich der Transformator? Ja, wahrscheinlich, ne? Alles blau geworden, ja, tatsächlich. Weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um ihn wieder auszublenden. Ah, guck mal. Da sieht man das hier, ne? Ja, das ist doch ganz clever eigentlich. So, warte mal, das Gewehr mit Y, ne? Ach so, der kleine grüne Pfeil zeigt vorne an, ne? Würde ich sagen. So, machen wir das mal so. Wunderbar, das passt doch schon, oder? War das doch fertig. Und weil du sie so gut positioniert hast,
müssen Sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten dich aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Grundstück, das markiert hast, sonst ist nicht... da, guck mal da. Da ist das Grundstück. So. Guck mal, was du hier uns zu sagen hast, ne? Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Holz und Beton. Mach dich an die Arbeit und baue es. Und vergiss nicht den Gehegeeingang. Es empfiehlt sich, den Eingang in der Nähe einer Pflegerhütte zu platzieren. Zufällig befindet sich eine recht nahe am Handelszentrum. Recht nahe am Handelszentrum? Okay, also ist da der Eingang hin. Sehen da. Alles klar, gucken, dass wir hier sehen können, ja. Gehegeeingang, das heißt, den setzen wir mal hier hin, ja. Y. Ach, guck mal da. Das heißt, damit können wir die auch ein bisschen drehen. Das ist doch nicht verkehrt. So. Den Stein noch mit rein. Können wir den mit reinnehmen? So. Können wir den kürzen? Ne, viel kürzer können wir nicht machen, ne? Oder? Naja, wir müssen ja jetzt auch nicht in dem Tutorial hier das Feinste vom Fein hier am Start bringen, ne? 2 Meter reichen doch auch für die Tiere, oder? Die Frage ist tatsächlich, kann man das hier... Moment mal. Kann man da bestimmt irgendwie... Ah ne, das ist hoch runter, das wollen wir aber nicht. Damit geht's auch nicht. Ich versuche gerade so ein bisschen das weiterzumachen, ne? Aber das wird nichts. Dass man längere Mauerabschnitte macht. Ja, das war nur hoch runter. Naja, gucken wir mal eben. Ich baue es mal einfach so fertig. Komm her. Schön machen wir später. Das geht aber bestimmt einfacher hier. So, und irgendwann nochmal uns angucken, wie das ist. Aber ihr wisst, das ist Beta, das ist erster Spielabend. Und möchte ich euch natürlich dran teilhaben lassen, ne? Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Ach, jetzt müssen wir die auch noch anpassen. Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. Habt ihr das jetzt verstanden? Ich muss klicken und die gesamte... Moment. Ah, so, guck mal. So, und jetzt? Jetzt kann ich die hochziehen irgendwie. Mindestens 4 Meter, hat sie gesagt. Ey, echt, was für Tiger sind denn das? Gut, die Einfassung ist fertiggestellt. Der Gehegeeingang ist auch da. Ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. So, haben wir denn jetzt hier noch Glas? Nee, die Glaswände sind auch wieder weg. Die waren doch gerade noch da. Das könnte an dem Tutorial hier liegen, ne? Barrieren? Ja, wir wollten Barrieren haben. Aber die zeigt mir jetzt tatsächlich nicht mehr an, ne? Also, okay, das geht also... Mach nichts, was nicht hier im... Menü vorgesehen war, ne? Ja, komm, kaufen wir halt ein paar Tiere. So. Oh, die wären dann jetzt schon auch teurer, ne? So, ne, brauchen wir nicht. Handelszentrum einfach können wir so machen. Tija. So.
Und zack. Während die Tiger von unseren verlässlichen Pflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Da bin ich auch dafür. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Gehege. Essenstablett groß. Na, guck mal an. Wir wollten hier auf jeden Fall nachher was hinmachen, ne? Da kommt noch Glas hin, machen wir das mal hier so. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Ja. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus schwimmen können. Dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Gelände, Moment. Wo ist denn Gelände? Ah, da. Gelände. Wasserwerkzeug. Wasser. Aufgewühltes Wasser, ruhiges Wasser. Was ist denn aufgewühltes Wasser? Ne, kommen wir erstmal ruhiges Wasser hier rein, ne? Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Da kommt das auf einmal, ne? Wir sollen es hinzufügen und zack. Gefrorener Blutkürbis. Mega. Wollen die auf jeden Fall haben. Aber guck mal, woher soll das die Zuschauer gleich gucken können. Und eine Reibtafel. Klar, Reibtafel ist super. Guck mal, so können wir sie mal drehen. Ne? Y drücken und dann mit der Maus kann man dann schieben. Okay, so. Langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern zum Schnarchen verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen der ist groß. Oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Ach komm, man kann auch einen eigenen aus Teilen bauen, was? So, muss man mal drehen, ne? Ich frage mich gerade tatsächlich, was soll das hier? Also, Fräulein, so richtig schön ist der eigentlich nicht, ne? Na komm, ich baue ihn hier mal so hin. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das Warum liegt denn? Daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Alles klar. Ah, Gelände, Sehr pass auf. Gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. So, richtige Menge an Fels. Tier bräuchte mehr Erde. Aha, wir brauchen mehr Erde. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Mahlen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. War ich vielleicht nicht so groß mal, ne? Aber malt auch in der Mitte, ne? Ah, guck mal, Erde. Gras lang war noch. Hallo? Dadurch kam ich doch gerade hier auf das Menü, oder? Gelände. Kann ich das jetzt hier machen? Hm? Ach guck mal, jetzt haben wir Gras kurz zu wenig. Witzig, guck mal hier. Wir müssen das echt hier so einpendeln, dass es nachher passt. Wir haben zu viel Erde. Moment. Ah ne, jetzt wird zu viel Gras lang. Moment, dann müssen wir das hier... war gar nicht zu wenig, sondern zu viel langes Gras. Alle Na, guck Tiere mal brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Abgefahren. Wüsten, Savannen oder Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus dem Regenwald und gemäßigten Biomen aus Asien. Wenn es sein muss, reicht es auch, wenn du dich nur für eins von beiden entscheidest.
Ach so. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Hammer. 2%, also, 1%. Wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem Regenwald oder aus gemäßigten Biomen. So, Liste der Pflanzen. Wie kann ich die entfernen? Inkompatibler Kontinent. Ja, das habe ich gerafft. Aber, so, ich habe nicht so richtig gerafft, wie man die entfernt. Unter Natur finden, ja, das ist ja schön, aber ich will doch Sachen entfernen. Naja, gucken wir mal. Pflanzen. Aber wir wollen doch das haben, was der Tiger hier möchte. Pflanzung. Kontinente, Biome, Tropen, gemäßigt, Graslandschaft. Kann man die hier einstellen? Filter haben wir doch hier, oder? Biome. Gemäßigt, Graslandschaft, Tropen. Was sagt er denn, wenn wir das hier hinstellen? Oh, da haben wir einen großen hingestellt. Uiui, achso, den haben wir noch gar nicht hingestellt. Na komm, wir stellen mal einen hin, gucken mal, was passiert. Ah, guck mal, das scheint aber sie glücklicher zu machen. Kaktus. Hier so ein kleiner Kakteen können wir noch hinstellen. Das hat sie aber nicht besonders glücklich gemacht. Kappkörbchen. Okay. Das hilft aber tatsächlich. Da, guck mal, da haben wir das schon gut gemacht. Was haben wir jetzt hier? Bepflanzung. Pflanzen. Ja, wir haben noch die Dinger, die zu viel sind, ne? Goldakazienbusch. Wie können wir die denn entfernen? Sopelia. So, ich möchte eigentlich hier raus. Weißdornstrauch. Könnte ich jetzt entfernen, aber. Da muss ich mal gucken, was wollten die denn nicht hier? So, und zwar. Korkholzbaum, Kaktus. Echt, der stand doch da drin, dass sie den gut finden. Hakendorn, Akazie. Ach, guck mal, die mögen sie auch nicht. Goldakazienstrauch. Ja, Junge, Junge, Junge. Adlerfarn. Adlerfarn. Korkenbaum. Wir wollten sie nicht. Dann tun wir ja wieder weg. Und die wollten sie auch nicht. Habe ich jetzt gerade rausgefunden, obwohl der afrikanisch ist. Dann nehmen wir wieder was weg und dann gucken wir mal, ob der glücklicher wird hier, der Teaser. Aber jetzt werden die schon wieder weniger. Liste der Pflanzen. So, warum willst du denn... Ja, liebe Leute, das müssen wir uns mal angucken, wie das zusammenhängt. Das werde ich in der nächsten Folge herausgefunden haben, was man da machen muss und... wie man da weiter muss, das machen wir in der Zwischenzeit mal, da müsst ihr jetzt nicht beim Wilden umhersuchen zuschauen. Kriegen wir raus, ne? Bin ich mir ganz sicher, kriegen wir hin. Im ersten Moment nicht intuitiv für mich, aber das wird sich sicherlich noch ändern. Ja, und wenn ihr da Spaß dran hattet, dann lasst mir doch hier so ein Däumchen da und im Zweifel auch einen Daumen nach unten, schreibt mir das in die Kommentare, ne? Was haltet ihr davon? Oder vielleicht auch schreibt mir in die Kommentare, vielleicht findet ihr es ja vor mir raus. Ne? Ich werde die Folgen sehr früh veröffentlichen, weil es ja gerade erst raus ist, von daher. Sonst schreibt mir es halt in die Kommentare rein, da freue ich mich drauf. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bye bye und ade.